kommt einer mit einem Hund gerade. Hund will was essen. Wir stehen hier, snacken die Reste noch weg. Mit Kerze, mit Tisch im Park. Aber auf die andere No-Homo-Basis, ne? Und ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir werden heute den Lieferservice vom guten Steff Hensler testen. Und ich werde euch drei Fragen beantworten. Wie lange braucht das Essen, um hier zu sein? Wie ist die Quali vom Essen, wenn sie hier ankommt? Und bringt der gute Steffen mit seiner so hochgelobten Kochkunst einen Lieferservice auf ein neues Level? Das werde ich euch beantworten. Hier, wo ich jetzt stehe, werde ich gleich eine Kulisse aufbauen, die definitiv dem Hensler würdig ist. Ihr werdet euch wundern. Und jetzt rufen wir erstmal an. Nobistorstraße. Nobistorstraße. Nein. Nicht Straße. Fertig. Bin ich fertig, ja? Wer kommt noch um sowas? Ja, moin moin, guten Tag. Ich wollte zum Liefern gerne eine Bestellung aufgeben. Wir sind in der falschen Filiale gelandet. Hier haben wir nur einen In-House-Bereich. Rufen Sie gerne in der großen Elbstraße an. Ja. Haben die denn das gleiche Angebot wie Sie? Die gleiche Filiale, nur zum Liefern. Ja, schönen guten Tag, der Holle hier. Ich wollte gerne eine Bestellung zum Liefern abgeben. Ja, ich brauche mal Ihr Vor- und Nachname, bitte. Ja, das ist Alex. Ja? Nachname Meier. So, was hättest du denn gerne? Ich hätte gern einmal die Spicy Yakitori heißen die, glaube ich. Den Japanese Caesar Salad mit Chicken gerne. Ja. Die Spicy Cali Wings bitte und das Premium Beef Tartar. Außerdem? Dann wär's das erstmal, genau. Okay, Essen für zwei Personen soll das sein? Für eine Person ist das. Super, dann müssen wir einmal 65 Euro zahlen. Die Bar oder vor Karte? Mit Karte gerne. So ungefähr 3/4 Stunde soweit. Ja? Okay, bis gleich. Tschüssi. Also nur kurz, damit ihr das nachvollziehen könnt. Wir haben hier 9 Minuten Fahrzeit. Was soll die Scheiße? 9 Minuten Fahrzeit, 2,8 Kilometer sind das. So, dass wir das schon mal einrechnen können. Weiß zum Schluss sowieso nicht, was lief da ab. Wir bestellen jetzt einmal. Ich finde es trotzdem einfach interessant, das festzuhalten, wie lange es jetzt gedauert hat. Wir werden hier vorne schon mal alles anrichten, vorbereiten, dass wir gleich wirklich gehoben dem Hensler würdig speisen können. Oh, moin. Moin, Hensler, Tom hier, hallo. Hallo, grüß Sie. Wir haben das Öfteren versucht, Sie zu erreichen. Und zwar Nobistor Nummer 12. Wo soll ja. Das genau sein? Das ist genau gegenüber vom Erdenmarkt. Gegenüber vom Erdenmarkt? Ja, genau, so ein rotes Haus. Okay, weil der Kollege war gerade da und irgendwie die 12 ist da nicht zu finden. Also, wir stehen sogar draußen. Also, hier ist niemand vorbeigefahren. Dann schicke ich ihn jetzt nochmal vorbei, dann kommt er. Ist das Essen denn noch warm überhaupt? Müsste jetzt noch warm sein, ja, weil der war jetzt da und ich schau mal ganz kurz nach. Der ist auch hier. Ich mache ihm die Yakitori nochmal neu, sonst der Rest ist gut. Ja, wenn Sie die noch neu machen, dann ist das andere ja kalt danach. Also der Salat ist noch super warm. Ja. Ich mache ihm das gut. Okay, wenn alles gut kommt, dann ist es perfekt. Aber sonst wäre ärgerlich, wenn alles kalt wäre. Natürlich. Okay, alles klar. Super, bis gleich. Bis gleich, tschüss. Es hat nicht ganz funktioniert. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie schwer es ist, diese Adresse zu finden. Da steht die Hausnummer 12, die steht da vorne dran. Es ist eigentlich wie überall anders. Wir stehen dann in einer Straße an einer bestimmten Hausnummer und warten. Haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Wir haben aber, das muss ich dazu sagen, das habe ich nur nicht gesehen, vor 18 Minuten haben die schon angerufen. Ja, und wollten mich erreichen. Hat nicht geklappt. Also Ahmed hatte recht, sie haben alles nochmal komplett neu gemacht. Also wir haben ganz komplett neues Essen, gehen jetzt zu unserem wunderbaren Tisch. Ahmed, komm, wir gehen los. Danke auch nochmal für den Kommentar mit dem Tisch, habe ich richtig gesagt, den Kommentar. Ne? Mit dem Tisch haben schon viele geschrieben, wir haben das jetzt mal umgesetzt. Wirklich, ein Tisch hier ist geiler als auf dem räudigen Boden. So, und jetzt gibt es vom guten Hensi das Essen. Viertes vom fünften Restaurant von Hensler habe ich jetzt getestet. Also sagen wir mal so, wenn es gut ankommt, schön Daumen oben und so, dann teste ich das letzte auch nochmal. Vielleicht kommt der Hensi ja mit.
Also ich muss sagen, erster Eindruck, das sieht so edel aus, Leute. Das sieht wirklich sehr edel aus. Guckt euch mal hier die Verpackung an. Boah, da packe ich mal die letzten ein, zwei Soßen noch dazu. Also da hat sich der Hensi... Parfum? Also da hat sich der Hensi was einfallen lassen. Grüße an lieben guten Hensi. Wir gucken mal, Leute, was wir jetzt machen. Jetzt geht's in Runde 1. Es ist... Oh ja. Also wir haben jetzt hier die Wings so. Wir wissen halt nichts. Wir sind unwissend, wie die meisten die bestellen. Ich habe gar keinen Plan, was man da jetzt drauf macht. Ich habe mir das jetzt auch nicht genau angeguckt. Wenn ich einmal eingreifen darf, sieht man diese Gürkchen. Das sind die Gürkchen. Genau. Die lasse ich aber mal da drin. Die kann man so dazustellen. Genau. Ja. Und die Soße wird sein. Die Soße einfach dazu zum Reindippen. Genau. Die muss ich da jetzt nicht rüberschütten. Wir werden direkt rein ins Essen. Bin ich gespannt. Die sehen geil aus. Sehen wirklich geil aus. Keine Servietten vom Hensi. Hat er uns nicht gegönnt. Macht nichts. Einmal kurz in. Oh, schön hier Sesam oben drauf. Gefällt mir, gefällt mir. Oh nein, scheiße. Geile Idee mit dem Sesam. Leichte Süße im Salat. Schöne Säure. Durch den Sesam. Gutes Ding. Schöner kleiner Snack. Hier haben wir noch mal. Was sind das? Algen oder was? Ahmed. Hat was. Oh. Gute Dinger, Leute. Echt gute Dinger. Hätte man jetzt Servietten gebraucht, lieber Hensi. Es ist wirklich so, der alte, gute KFC-Chicken-Charakter irgendwie. Dieser erste Moment, wisst ihr, wenn ihr reinbeißt, bam. Diese Fastfood-Explosion einfach, die in eurem Mund ausgelöst wird. Aber dieser typische frittierte Charakter vom geilen Chicken, Mann. Der gute alte Holle bleibt immer fair. Und die Dinger sind gut. Die Soße. Perfekt mit dem Salz gearbeitet. Nicht zu salzig, nicht zu lasch. Haben die richtig gut gemacht. Vernünftige Soße. Schön mayonnaisig, schöne Schärfe. Für die Allgemeinheit, nicht zu scharf. Gute Schärfe. Und wirklich, dafür, dass geliefert ist, Leute, ich sag es euch, es ist wie frisch an den Tisch gebracht. Haben sie richtig gut gemacht. Bewertung seht ihr zum Schluss. Wir gehen in die Runde 2. Ich habe ja schon ein Video rausgebracht, blende ich am Ende ein, wo ich gerade im Nobel-Restaurant vom Hensler war. So die gleichen Dinger, also gleiche Soße. Da hatte ich nämlich auch so einen schicken Spieße. Hier ist es nur noch mal ein bisschen mit Salat gearbeitet und so einer leichten Mayo drüber. Also es ist nicht genau das Gleiche. Und eventuell haben die mit der Soße auch ein bisschen gespielt. Das ist immer eine Frage, Mann. Was für ein Koch steht da? Was für ein Stück Fleisch ist das? Spielen viele Faktoren eine Rolle. Das ist deutlich zärter noch als in den Nobeldingen. Und geliefert. Immer noch warm, nicht ganz heiß, aber immer noch warm. Es ist nicht die gleiche Soße wie beim anderen. Die ist etwas süßer, nicht ganz so intensiv bissig wie beim anderen Kollegen. Ich bin gespannt auf die Bewertung, Leute. Das ist echt gutes Ding. Wir gehen in Runde 3, Leute, Mann. Ich esse bewusst erstmal ohne Dressing, Leute, weil ich in der Regel kein Dressing drauf mache, weil die Dressings meistens scheiße sind. Ich mache es gleich nochmal rüber, aber erstmal ohne. Ist immer noch kross. Es ist wirklich noch kross. Mageres Hähnchenfleisch. Und dann seht auch hier. Schön noch mit Peperoni drin, Chili, wie auch immer. Hier beim Salat, schöne Schärfe. Erstmal hier nochmal einmal reinsnacken hier. Schöne Schärfe. Sehr ingwerig. Jetzt gucken wir hier nochmal den Salat. Wie gesagt, hat Ahmed schon recht. Den muss man mit Dressing, weil das ist sonst einfach nur normaler Römersalat. Das Ding ist, man muss sich halt so reinversetzen. Normalerweise, wenn man im Lieferservice bestellt und wir beantworten nochmal die Frage, ob es das neue Level ist hier, ob es auf ein neues Level bringt, der Hensler, das gelieferte Essen. Das finde ich für euch halt auch so interessant. Gerade für die Hamburger oder wenn er irgendwann woanders mal ein Ding aufmacht. Wenn man normal bestellt, ist halt das Dressing immer kacke. Bei normalen Lieferservice, Grieche, sonst wo immer dieses Metro-Fertig-Dressing.
vernünftiges Dressing. Guck, was ist das Chicken? Kann man mitmachen, kann man ohne machen. Schöne Schärfe, Mann. Geile Kombi, schöne Idee mit den Chilis da drauf. Wem das zu scharf ist, der kann sich auch einfach liegen lassen. Sind aber noch recht milde Dinger. Was ist mild? Für mich sind sie mild medium, haben aber leichten Wumms. Geil. Wir gehen zur letzten Runde, den Tartar, Leute. Tartar habe ich echt oft gegessen in letzter Zeit. Mal gucken, ob sich das nochmal abhebt. Also wer sagt, wir haben hier keine harte Arbeit, Leute, der weiß auch nicht. Das sind hier 0 Grad oder so, meine Hände sind so kalt, Mann. Schönes Wachtelei, rüber, rauf da. Dann haben wir hier, was ist das, Leute? Das ist irgend so ein crunchy Kram. Lass uns von der Seite hier wegnehmen. Das ist eine mega Kombi. Ich weiß es nicht, ich könnte es mir aber denken. Guck mal das hier, was ihr hier seht. Das wird Butter sein und ich dachte gerade, ich bin komplett bekloppt. Aber du hast ein heftiges Butterfilet da drin. Ich könnte wetten, da ist irgendwo innen noch Butter versteckt. Das ist echt gut, Leute. Es gibt ja natürlich die Vertreter, die sagen, ein Tartar, das muss für mich klassisch sein. Was ist das für ein Knusperkram? Das gehört da nicht hin. Kann ich nachvollziehen. Mag beim einen oder anderen so sein. Ich mag aber was Neues und ich finde das richtig geil, wirklich. Also eigentlich muss ich zum letzten Laden vom Hensler auch noch hin und den auch noch bewerten. Würde mich freuen, wenn dieses Video gut ankommt. Wenn ins Wachtelei, ich weiß es nicht, wir haben ja auch noch so ein bisschen dunkel was rausgetroffen, noch Sojasauce reingetan haben. Das in der Kombi, dieses weiche Ei vom Geschmack, es ist ja einfach so geschmeidig. Ja, Sojasauce, diesen Tartar, die Butter dazwischen, die sie einfach mal dazwischen geknallt haben. Handwerklich mag es bessere Tartars geben, aber für mich ist es, glaube ich, bisher mein bestes Tartar, was wir gegessen haben. Leute, zu den Fragen erstmal, die wir beantworten müssen. Nummer 1, wie lange hat es gedauert? Die waren tatsächlich schon nach ungefähr 25 Minuten da, haben uns aber nicht erreicht. Und ich möchte ihnen die Schuld mal absprechen, das ist ein komisches Gebiet hier. Also ich kann mir vorstellen, dass es nah wieder schwer findet. Wir nehmen die 25 und buchen die mit ein. Wirklich schnell geliefert, die haben mich angerufen, ich bin nicht rangegangen. War meine Schuld. Frage Nummer 2, wie ist das von der Quali, wenn das hier ankommt? Und ich sage euch, ich habe geliefert. Von der Quali, so noch kann ich mich nicht erinnern. Diese Wings, die so knusprig waren, habe ich noch nicht gehabt. Wirklich 1A, das gegessen, das danach immer noch warm, das auch immer noch warm. Tippitoppi, Crunch drin mit diesen Knusperflocken da oben drauf. Ich weiß nicht, ob das Zwiebeln einfach gewesen sind beim Tartar, aber ganz wild. Die letzte Frage, ob sie das Liefern auf ein neues Level bringt, sage ich euch nach der Bewertung. Jetzt kommt nämlich die Bewertung. Die Chicken Wings kommen von mir eine 9,5. Die waren basic, aber vom Ding her für geliefert. Die waren auch so weich, wisst ihr? Die waren zart, die waren weich. Du hast einfach gemerkt, frisch. Da wurde auch mit frischem Fett gearbeitet, frisch frittiert. Geiles Aroma, knusprig, on point. Irgendein gewisses anders. Noch mal obendrauf hätte mir gefehlt, um dann noch mal mehr zu geben, wisst ihr? Da hätte mir noch irgendwas gefehlt, was ich nicht kenne. Dann hätte es sogar noch mehr gegeben. Die Dinger sind basic, aber das haben sie perfekt umgesetzt. Zu den Hähnchenspießen. Das sind 9,2, Leute. Das sind 9,2. Die sind stark, perfekt gewürzt. Nicht überladen, nicht zu wenig. Du kannst so schnell ein Gericht überladen, überwürzen oder auch zu wenig. Letztes Mal hat er schön gesagt, der Koch vom anderen Restaurant, wir wollen an die Grenzen gehen, dass die Leute sich erinnern. Und du erinnerst dich daran, aber nicht übertrieben. Beim Hensler und Hensler war es teilweise etwas übertrieben. 9,2 Punkte zum Salat. Es war das dritte, was ich gegessen habe. Man muss alle 5 gerade sein lassen. Da nimmt natürlich dann die Frische ab. Und das hast du gemerkt, dass natürlich das hier einen Moment länger stand als das. Und das muss man ehrlich sagen. Aber ich denke, die haben es auch klasse umgesetzt. Und das kriegt trotzdem auch für ein Lieferding. Da auch noch mit dem Chili-Mann. Es kriegt auch eine 9 von mir. Man muss das mitbewerten. Ich habe erst das gegessen, dann das. Natürlich ist das nicht mehr ganz so warm. Und dieses verdammte Tartar kriegt von mir eine 9,6. Eine 9,6, das ist wild. Und damit, letzte Frage, hat der Hensler für mich Lieferservice auf ein neues Level gebracht? Ja, ich habe noch nie so gut bei einem Lieferservice gegessen. Das ist krank. Lieber Hensi, ich hoffe, die Wogen sind geglättet von dem einen Video. Ich danke dir für das geile Essen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video und hoffe beim letzten Hensler. Und nimm den nochmal in kleinste Teile auseinander. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, denkt an meinen Daumen oben.